Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play YouTubers Live. Und man hört es vielleicht mit neuem Mikrofon. Ja, wir machen weiter hier in unserem Leben als YouTuber. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir essen mal was, da das Video gerade hochgeladen wird und wir sonst nichts zu tun haben. Da das Leech of Giants Gameplay zurzeit hochgeladen wird, wie bereits gesagt. Gut. So, und es wurde hochgeladen. Kommt ganz gut an, richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht. Wer hat dieses Video bearbeitet? Lach mich weg, XD, so schlecht. Ich habe auf dein erstes Dell-PC-Video gewartet. Die Bildqualität ist hervorragend. Leech of Giants ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Das Spiel ist echt angesagt zurzeit. Das freut mich. Wir können ja mal einkaufen. Ne, können wir nicht, weil kein Geld. Dann gehen wir doch mal arbeiten. Wir tragen mal 6 Stunden lang Zeitung aus. So, und da sind wir wieder zu Hause, und zwar ein bisschen reicher. Und dann können wir uns eigentlich jetzt ein neues Spiel kaufen. Oder Moment, ich möchte mal schauen. So. Ja, ist ja noch relativ aktuell. Wobei, wir kaufen mal ein neues Spiel. Weil bei 5 Gameplays reicht es auch so langsam. Meist gekauft. Irgendwas Neues. Das ist neu. Dann kaufen wir uns das hier. Sehr gut. Und in dieser Zeit schlafen wir mal ein bisschen. Kaufe ein Spiel. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Sehr cool. Und im Talentbaum können wir jetzt was skillen. Du bekommst 6% mehr Abonnenten mit angezockt Reviews oder Unboxing-Videos. Dann machen wir das. Brauchen wir 2 Skillpunkte für. Wir haben hatten einen, den haben wir jetzt verbraucht. Und ein paar neue Sachen mit dem Level. Das sieht jetzt auch anders aus. Das Spiel ist da. Und da machen wir natürlich gleich ein Preview von. Ist ja ganz klar. So, niedrige Auflösung. Brauchst nicht stöhnen. Ja, ja, ist gut. Mono-Ausgabe, wobei Stereo besser wäre, aber das gibt mir Punkte, dann nehmen wir das. Hier, der Abreizplatz. Gut. Das Preview zähle ich jetzt einfach mal als Part 1, dann wird das erste Gameplay eben Part 2. Egal. Ja, ich verliere Abonnenten, ich mache jetzt ja ein Video, dann sollte das wieder gehen. Das Spiel hängt sich auf. Da singe ich erstmal, aus Frust erstmal. Scheiß Spiel, yeah, yeah. Scheiß Spiel, yeah, yeah. So, ich habe ein Achievement bekommen, damit ich sehr professionell und erkläre, wie das geht. Und die Zusammenfassung des Spiels. Da bin ich einfach mal unlustig. Gut. So, und ich habe erfahren, man sollte das hier eigentlich immer möglichst gut machen. Perfekt. Also. So, dass da halt alles grün ist und nicht der Reihe nach auswählen. Dann mache ich das eben so. Okay. Wow. Das Video kommt gut an. Ich sehe schon die 1000 Milliarden gefühlten Klicks. Ich denke, das könnte... Komm, wir studieren mal wieder. Ich denke, das könnte ganz gut ankommen. So, und wieder zu Hause, dann arbeiten wir noch ein bisschen, und zwar waschen wir ein paar Autos. So, yeah! Da kriegen wir nochmal ein paar XP dazu. Und das Hochladen dauert ja auch immer noch ein bisschen. So, da sind wir wieder, dann schlafen wir erstmal eine Runde.
ernster Kommentar haben wir jetzt auch als Karte. Sehr schön. Und wir essen erstmal was. Das Video ist oben, kommt wieder ganz gut an. Rock'n'Roll Hobart Chuney, was weiß ich, ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Das Spiel ist echt angesagt zurzeit, sagt der Hayden. Die Ellie sagt, deine Erfahrungen mit den kürzlich veröffentlichten Spielen zu teilen, ist das Beste, was du tun kannst. Gute Arbeit. Marquis ist schlecht gelaunt. Wenn diese Person YouTuber ist, dann bin ich Batman. Schlechte Bearbeitung. Peyton hat schon lange auf mein erstes Dell-PC-Video gewartet. Und Jermaine sagt einfach nur, dein angespieltes Video von Rock'n'Roll Hobo Chone ist wirklich gut. Sehr schön, das freut mich, wenn es euch gefällt. Die Klicks sind okay. Könnten besser sein. Ich hätte mehr erwartet. Aber da machen wir jetzt eben ein Gameplay-Video von. Hier, Gameplay. Aber unsere Mutter will irgendwas von uns. Schaut mal, wir machen damit richtig viel Asche. Das freut mich. Genau, das passt so. Gameplay Part 1. Die Alte soll mal abhauen. So, da la. Zusammenfassung. Ne, du startest die Aufnahme. Da tanzen wir erstmal ein bisschen. So, Hauptmenü. Da sind wir richtig unlustig, weil das Hauptmenü scheiße ist. Du hast eine schlechte Entscheidung gefällt und ein ganzes Spiel verloren. Ja. Das singe ich erstmal. Und du versuchst realistisch zu spielen. Da sollte ich jetzt das nehmen. Aber weil es, weil die Skriptpunkte verdoppelt werden, nehme ich mal den ernsten Kommentar. Denn das Skript, das hat vorher schon ziemlich geleidet. So, nicht so gut. Kacke. So, wir nehmen einen Titel und noch ein bisschen Farbe dazu. Okay. Inhalt, Videoqualität, neuer Rekord. Und wir haben überall ein neues Level. Das freut mich. Willst du dich unterhalten? Nicht mit dir, nämlich mit meiner Mami. Hau ab, Alte. Mein Gott. Ich gehe ja schon studieren. Mann, oh Mann. So, wir haben einen sarkastischen Kommentar freigeschaltet. Ja. Ist lustig auf jeden Fall. Und Rock'n'Roll Hobo Chuney kommt gut an. Das freut mich. So, wir gehen jetzt nochmal arbeiten für ein bisschen Kleingeld. Und zwar waschen wir Autos. Ist mir lieber als Schuhe zu putzen. Irgendwelche Hundescheiße abschmieren. Muss nicht sein. Und dann erstmal fett pennen. Was ich ganz lustig finde, ich habe ein Bad, lebe aber bei meiner Mutter und gehe zur Schule. Abspannen. Das erklärt ja schon einiges. So, Rock'n'Roll Hobo Chuney. Ich liebe diese Rock'n'Roll Hobo Chuney Gameplay Videos, sehr interessant. Haha, wenn diese Person YouTuber ist, dann bin ich Batman. Schlechte Bearbeitung. Hallo Batman. Ich habe auf dein erstes Dell PC Video gewartet. Freut mich, Damien. Videos von Rock'n'Roll Hobo Chuney Gameplay ist echt unglaublich interessant. Rock'n'Roll Hobo Chuney ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Das Spiel ist echt angesagt zurzeit. Freut mich. So, ein paar XP hier. Ich habe eine neue Videospielkategorie freigeschaltet. Ich habe angefangen, neue Zuschauer zu bekommen und hatte gleich das Bedürfnis, mich vor die Kamera zu setzen und meine Gedanken mit ihnen zu teilen. Machen konnte ich das bei eigentlich jeder Veranstaltung. Ich musste einfach nur auf meinen Charakter klicken. Ich kann Vlogs machen. Sehr schön. Und schau mir beim Spielen zu. Neues Level, ein bisschen was freigeschaltet. Hallo, magst du deinem derzeitigen Telefonanbieter? Ich bin mir sicher, das tust du nicht. Mobifone bittet dir eine schnellere Internetleitung, bla bla bla. Guter Fang. Yeah! Ja, ich denke, das war nur so ein Spam, hatte ich schon mal.
Also schon mal im Spiel, nicht in echt. Der Kanal läuft ganz gut, wenn man sich das anschaut. Steigt immer weiter. Da sieht man, Moment, bei der Statistik, die müsste ich jetzt mal erklären. Da sieht man, wie viele Abonnenten man pro Video bekommt, ne? Also, da war ein Scheiß-Video, dann wurden die Videos immer besser. Und das jetzige Video ist so mittel, aber das, wird ja noch besser. So, ich möchte ja zur Game World. Okay, ich werde teilnehmen, da habe ich schon das Ticket. Sehr gut, dann werden wir jetzt ein neues Video machen. Und mal wieder, ja komm, das können wir verkaufen, das will keine Sau mehr. Mal wieder von unserem guten alten Leech of Science. So, das passt alles. Brauchst nicht so stöhnen. Du versuchst, nein, Ladespiel, winkend der Begrüßung. Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Yeah. Du hast ein Achievement bekommen, das ist jetzt nicht so toll. Das verbraucht am wenigsten Punkte. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Hier, interaktiver Ladebildschirm. Erstmal sarkastisch, haha, dieser Ladebildschirm ist ja so langweilig, weil er ja interaktiv ist und das war voll der coole Sarkasmus. Und bevor ich das Spiel starte, erstmal was Sinnloses und gleich beginnt das Spiel. Oh nein, ich habe Angst. Das war jetzt nicht so sinnlos, aber egal. Hi, ich bin dein Nachbar. Darf ich mir von die... Nein. Penner! Mein Gott. Ist jetzt nicht so cool. Moment. So, hier rein damit. Was ist denn das hier? So. Titel wählen und... Weicher Fokus. Okay. Nein. Ich bin nicht... Alter, der will... Was sind denn das für Leute hier? Ich bin im Stress. Oh Gott. Ich komme nicht hinterher. Formelle Begrüßung. Ich möchte jetzt erstmal... Ach so, ja. Sorry. Dann gehen wir studieren. Vor dem Test nochmal fett studieren gehen. Ist immer eine gute Idee. Sind wir... Ja, es geht. Komm, gleich nochmal studieren gehen. Wir müssen jetzt pauken. Richtig pauken, pauken, pauken. Was gibt's denn hier? Begrüßung mit Nachnamen. Ja, kommt, wir müssen weiter lernen, lernen, lernen. Pauken, 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 pauken. Das ist wichtig. So, einfache Verabschiedung. Einfach so, ja, ciao. Man sieht's. Oh, oh. Was ist denn... Ich möchte... Ich weiß auch. Ja, klar. Für Delphi Counter-Strike gerne. Geil. So, jetzt kann ich hier die Kommentare nicht mehr sehen. Ich kann auch kein Deutsch mehr. So, jetzt müssen wir erstmal schlafen und warten, bis das Spiel kommt. Das Spiel kommt schon. Sehr cool. Dann machen wir da ein Gameplay. Ein Counter-Strike Gameplay. Das passt. Und dann demnächst auch mal wieder was essen. Das hätte ich vor der Aufnahme machen sollen. Kann ich jetzt nicht ändern. Wir winken als Begrüßung. Hallo, 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 hallo. So, Spieltutorial, da sagen wir was sehr Professionelles. Jetzt habe ich ein Problem. Das Spiel hängt sich auf. Erstmal was Sarkastisches. Dann, du hast ein Easter Egg gefunden. Das singen wir erstmal. Ich habe ein Easter Egg gefunden. Irgendwie so. Ey, das passt perfekt. Wie die Faust aufs Auge. Okay. Gut. Die Alte kommt schon wieder. Was will die denn? Ich habe genug gelernt, also das kannst du mir nicht vorwerfen. Nein. Oh. Juhu.
So, wie viel muss ich denn noch? Ja, komm, einmal noch zur Schule, das geht immer. Oh, das Leech of Giants Gameplay, das war jetzt eher ein Flop. Aber immerhin keine Abos verloren und ich habe die Kohle bekommen für das Counter-Strike Gameplay. Sehr gut. Dann essen wir jetzt erstmal was. Ich bin hungrig. I want to eat something. Und dann müssen wir nochmal lernen gehen. Mein Gott. Was gibt's denn heute? Mal wieder Aufbackpizza. Ich nehme schon auf, oder? Moment. Das muss ich jetzt mal überprüfen. Ja, ich nehme auf, dann ist ja gut. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist nicht zu leise oder laut. Mit dem neuen Mikro ist ja immer so eine Sache. Danke, dass du das erledigt hast. Keine Sorge, danke für die Kohle. Die kommt jetzt. Ich dachte, die kam schon vorher. So, Natalie sagt, Counter-Strike ist das beste Spiel, das ich hier gespielt habe. Das Spiel ist echt angesagt zurzeit. Wilma sagt, neue Dinge zu tun ist ein guter Weg. Counter-Strike ist ein großes Spiel. Es ist viel interessanter geworden. Leslie hat auf das erste DLPC-Video gewartet. Das schreiben die unter jedem Video, obwohl ich schon tausende DLPC-Videos gemacht habe. Ellie sagt, Videos von Counter-Strike-Gameplay sind echt unglaublich interessant. Da soll das Gameplay weg. Und Precious, den hat seine Freundin verlassen. Wer hat dieses Video bearbeitet? Lach mich weg, ich sehe so schlecht, Alter. Okay, so. Neue Karte, urhebergeschütztes Musikvideo, das werden wir nie verwenden, wir sind der Lieb. Wir machen jetzt nochmal ein Rock'n'Roll Hobo Chuney Gameplay, das kommt ja ganz gut an. Ja. Du hast ein Easter Egg gefunden. Nein, du startest die Aufnahme. Hello, fresh boys and girls. Das wäre eine coole Begrüßung. Zusammenfassung des Spiels. Erstmal was Sinnloses. Du hast ein Easter Egg gefunden. Erstmal ein bisschen singen. Und du hast ein Archiv mitbekommen. Da habe ich wieder keine passende Karte. Also was Unlustiges. So. Das war jetzt auch nicht so optimal, egal. Weicher Fokus und Farbe zuordnen. Und dann müssten wir den PC reparieren. Verdammt. Hochladen. Nein. So, und ja. $20 wollen die für das Reparieren. Unverschämtheit. Und jetzt schreiben wir bald den Test. Da sollte ich vielleicht davor erstmal schlafen. Ich hoffe, der Mechaniker wird nichts klauen. Wäre nicht so gut. Was will die Alte denn? Nee. Nein. Hau ab. Ich hasse dich. Geh allein zum Kino. So. Übergang ins Schwarze. Ja, ist auch eigentlich eine gute Verabschiedung oder ein guter Anfang. Dass es so aus dem Schwarzen kommt, das Bild. Oder dass es mit dem Schwarzen geht. So. Der Part ist schon wieder so lang. Bis zum nächsten Video von YouTubers Live. Ich wollte es gar nicht so lang machen. Bis dann und ciao. Ne? Wie lang ist das Video? Ich schau mal kurz. Hier. Oh Gott, 18 Minuten. Ich möchte meine Videos in Zukunft eigentlich etwas kürzer halten. Hat nicht so geklappt. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das neue Mikro findet. Ich find's geil. Mir gefällt's sehr gut. Also bis zum nächsten Video und ciao.